Soldaten. Wir wurden beauftragt, die Feinde der Ordnung festzunehmen, die sich im Schloss von Takodana aufhalten. Der Widerstand will sie evakuieren. Unsere Mission ist simpel. Wir übernehmen das Gelände und das Schloss, sodass niemand entkommen kann. Als erstes geht's zur äußeren Gedenkstätte. Für Anführer Snoke. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Star Wars Battlefront. Da oben sind sie schon. Und ich renn direkt rein. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, habe ich gerade so auf den da oben fokussiert, dass ich die anderen gar nicht gesehen habe. Oh Gott, ist der schon volljährig? Oder sie? Wir sind an der Gedenkstätte. Zwillinge? Drillinge? Vierlinge? Ist gar los. Gehorsam wird Triumph. Ich habe mich gerade so dermaßen auf diese scheiß Spieler. Drillinge? Kommt noch einer? Kommt noch einer? Vierlinge. Ich habe mich gerade so auf dieses scheiß Geschütz da konzentriert. Überhaupt nicht getroffen habe, gerade schon wieder. Es läuft gerade echt beschissen. Der Offizier rennt immer hinten weg. Alter! Das nervt mich. Der schon wieder. Ich trau, also wenn die Maps draußen sind, also wenn die Kämpfe draußen sind, damit komme ich gar nicht klar. Luke ist auch da. Ja, danke. Luke schubst. Nicht nett. Hey, ich hab meinen Killassist. Ja, dann kommt natürlich gleich da wieder einer um die Ecke. Oh, muss mir natürlich gleich wieder alles zerstören, ey. Los, meine Soldaten hier. Komm, ihr rennt vorne weg. Euer Offizier ist immer hinter euch. Meine Granate funktioniert irgendwie auch irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Ich werfe eine Granate direkt vor mir, aber irgendwie passiert nichts. Vor mich. Oder sei denn, vor mir. Sei denn, wenn ich sterbe, nee, das dürfte ja nicht sein. Ich hatte es ja auch schon oft genug, dass das ist Sniper. An alle Truppen. Wir haben einen Spezialagenten im Einsatzgebiet. Unterstützt ihn bei Bedarf. Sprengsätze am östlichen Geschütz. Aufladung läuft. Immer vier Rollen habe ich gesehen. Das ist immer... Das kann nicht sein! Shotgun. Ah. Der Typ ist direkt vor mir, ey. Ein Assist, ey. Ein fucking Assist. Da oben. Oh. Der Sieg ist unser Schicksal. Wir haben einen Verbündeten im Einsatzgebiet. Identität ist geheim. Sprengsätze auf der Westseite platzieren. Aufladung läuft. Ah, schon wieder. Dieses ewige... An eurer Seite. Ich glaube, ich lege irgendwann mal Rollen auf A, auf W. Das ist immer, wenn ich vorwärts bewege, nur noch am Rollen bin. Die Sprengsätze an der Westseite werden in Kürze detonieren. Gesichert. Eliminiert jeden, der euch begegnet. Wir lassen uns auf dem Weg zum Schloss nicht brennen. Der Widerstand und seine Schützlinge drängen sich im Schloss zusammen. Wir werden es mit einem Frontalangriff einnehmen. Ja, jetzt sind lauter Gegner um mich rum. Ah, umso noch mehr. Alter, weil ich wieder in irgendwelchen Gebüschen festhing. Ach, Scheiße. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, ich bin aber wir alleine. Versuchen, das Schloss zu sichern. Keiner will mit mir spielen. Nur so eine hässliche Echse. Das ist mein einziger Freund. Ist. Ach, Mann. Wir kämpfen gemeinsam. Verstärkung trifft ein. Einer der besten Agenten der ersten Ordnung. Keine Überlebenden. Ja. Killassist gemacht.
schmeißt einer mit. Wo kam der denn her? Ey, dieser Captain Raoul, der geht mir gerade so kräftig auf den Sack, ey. Ich bin bereit. Als ob der immer neben mir spawnt. Ja, gut, ich meine, es sind aber auch Spieler, die kennen, spielen wahrscheinlich relativ viel und die kennen natürlich auch die Ecken, wo man so oben steht. Eine Granate? Ich habe doch die Granate eindeutig geworfen. Hm. Muss man nicht verstehen. Was ist das denn eigentlich? Das ist der Raketentruppler. Ja. Beginnen mit Abriegelung des Schlosses. Das muss man nicht verstehen. Ach, schon wieder. Wie gesagt, ich explodiere die Granate dann nicht mehr, wenn man tot ist. War ich schon auch oft schon genug gestorben, wenn. Uff. Ein Sturmtruppler geflogen. Identifizierung nicht möglich. Und ich sterbe natürlich. Das ist, Ziehen wir es gemeinsam durch. Spezialagent im Einsatzgebiet, um gegen den Widerstand vorzugehen. Ah, ja, Niederlage. Hey, 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 hey. Ich wollte gerade mit dem Flametrover ein bisschen spielen. Ja, komm, da sind 6 Mann entkommen. Ist jetzt auch nicht so der Trallbringer. Ah, wir haben unseren guten Spieler verloren. Ja, gut. Rück runter. Das ist nicht nur mittelmäßiges Gameplay, das ist echt schlechtes Gameplay, was ich im Moment zeige. Wir kriegen das hin, oder? Ich weiß, ihr hört mich. Und ich weiß, es ist Takodana, aber wir sind hier, um zu kämpfen.
Sturmtruppen wollen unsere Freunde in Mars Castell holen. Wir müssen dringend Zeit gewinnen. Wir gehen an der Gedenkstätte in Stelle und halten sie so lange wie möglich. Wird bestimmt lustig, aber seid vorsichtig. Die erste Ordnung hat uns viel genommen. Ja, ich kämpfe wieder natürlich. Alter, es war wieder klar. Das wurde wieder klar. Ah, wir haben einen mitgenommen. Einen haben wir mitgenommen. So Killstreak oder so, maximal eine Zweier Killstreak. Ansonsten läuft bei mir leider nicht so viel. Oh, wir werden da oben schon wieder böse überrannt. Wo bekomme ich denn schon wieder? Habe Ziel erfasst. Oh. Hinter mir. Jäger verfügbar. Das kriege ich aber nicht hin. Ja, aber die haben uns schon so weit zurückgedrängt, das wird man nicht schaffen. Was habe ich getötet? Promoted! Also meine Granate, irgendwie explodiert die überhaupt nicht da oben. Also meine Granate ist, macht irgendwie gar nichts. Ich werf da direkt in die Jungs eine Granate rein und die explodiert einfach mal nicht. Why? Ich hätte ja vor allen Dingen auch gerne meine Mini... Ich muss gleich mal gucken, ob ich die Minimap größer ziehen kann. Größer machen kann. Ah, die haben 7 Leute. Ich hab ein Geschenk für euch! Wer hätte gedacht, dass Sturmtruppen einen Kampf gewinnen können? Also gut, wir wollen Optionen: Gameplay, Audio, Video, Gameplay. Okay, neuer Plan. Unsere Freunde im Schloss bereiten die Evakuierung vor. Zeitgleich werden Sturmtruppen die 2 Geschütze in diesem Sektor angreifen. Sie sind das Einzige, das die Verstärkung der ersten Ordnung von der Landung abhält. Beschützt sie so lange wie möglich. Ja, es ist schade, bei Battlefield und so konnte man das größer ziehen. An der Westseite. Rein da, bevor die Waffe scharf ist. Nicht aufgeben.
Ein neuer Verbündeter ist soeben eingetroffen. Das ist unsere Chance. Ziel! Da! Riegelt die Westseite ab und entschärft die Bombe. Die zählen aber nur als Punkte, die zählen nicht als Kill Assist. Ah, neben mir auch noch einer. Eieiei. Jetzt ist meine Granate mal. Jetzt ist meine Granate mal explodiert. Ihr habt es versucht und habt gute Arbeit geleistet. Aber wir können hier nicht bleiben. Rückzug zum Schloss. Okay. Hier stehen wir nun. Letztes Gefecht bei der Kantina. Wir verteidigen Mars Castell, während unsere Freunde in einen Transporter steigen. Mir fällt kein Grund ein, warum das nicht klappen sollte. Überhaupt keiner. Erfasse Ziel! Han Solo ist auch dabei. Nice. Ah, oh, nein, nein. Oh, ich bin weg. Alter. Alter, der hat alles auf episch. Krass. Was habe ich denn keine Karten hier? Ah, guck mal, hier habe ich einen Fähigkeitenpunkt. Da könnte ich jetzt eine Karte mir freischalten. Ja, es ist schade, dass das jetzt so gemacht wird. Naja, es macht auch wieder Sinn, aber natürlich die jetzt ihre Karten, ihre Leute, ihre Spieler schon so gelevelt haben. Ah, wir haben verloren. Schade, 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 schade. Vorbei. Aber euch trifft keine Schuld. War auch nicht so gerade schön. Captain Hole, ey, das sind so. Gut, wir gehen mal raus. Ich will mir das jetzt mal kurz angucken mit diesem Level-Up. Weil so einiges an Fähigkeitspunkten bekommen. So, Sammlung. Sammlung wird Belohnung freigeschaltet. Ich dachte, ich weiß nicht, was wir mit diesen Credits machen können jetzt. Oder, weil du kannst mit diesen Dingern hier nichts mehr anfangen. Du sammelst das. So, Angriff anpassen.
Nice. So, was haben wir denn hier noch so? Upgrade der Fortschrittsstufe 35, Upgrade der Fortschrittsstufe 35, okay. Ja, das ist jetzt seltsam gemacht. Schwer, Offizier habe ich nur, genau. Ist natürlich, wenn man jetzt so mittendrin schon... Was für Karten nutze ich denn da? Stufe 22. Okay. Ja, die ist ja schon maximal. Okay, bei dem können wir tatsächlich nichts machen. Specialist, Vollstrecker. Freischalten. Bestätigen. Noch irgendwas? Nee. Na gut. Home. Mal irgendwelche Kisten, die wir aufmachen? Machen? Nö. Gut, meine Lieben. Wollen wir in dem von Luke Skywalker. Hey, Meilenstein. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.